bist ein Häusler, ein Bastard mit dem Verhalten eines Reeters. So wichtig, du und der Kasper. Gieß mir schon lange auf den Sack, ja, kein Bock mehr auf dein Gelaber. Und er redet weiter. Und ich so, ja, ja, geh mir nicht weiter auf den Sack, weil du Bastard. Bei deinem Kanal seh ich nur Versagen. Dein Scheiß kann ich nicht ertragen. Tust immer auf mega Kanacken, erzählst mir was zum besten Fotografen und von seinen Interessen, die dann später meine Nerven fressen. Digga, du bist selber ein Affe und dann noch die kackendreiste Aussage, neben dir fühlen sich alle wie Primaten. Und sowas höre ich echt von den größten Spacken? Schau mal auf die Klicks. Du elender Cringe, hältst dich echt für den King. Doch hier, wer du wirklich bist, jener Cringe, der Typ, der sich immer selber disst. Sehen, lass dich bitter. Denkst, du kannst dich mit mir messen, aber bist nur gut darin, meine Nerven zu fressen. In einem Jahr über 300 Abonnenten, ja, um dich lächerlichen Cringe zu übertreffen. Fühlst dich angegriffen und willst dich jetzt in Traum kicken? Mich wieder einzuholen, bleibt ein Traum, denn die gewonnen so daran. Du fragst dich auch warum? Weil ich besser bin. Das ist der Grund. Und dann noch auf Facebook mein, du hast aber angefangen. Wo sind wir hier? Im Kindergarten? Schau mal auf die Klicks. Du elender Cringe, hältst dich echt für den King. Doch hier, wer du wirklich bist, jener Cringe, der Typ, der sich immer selber disst. So, howdy home and creepy fans, das war jetzt mein Diss-Track gegen Zeyin. Hoffe, er gefällt euch. Und ja, wegen dem Video, ich weiß, ich hatte einfach nicht die nötigen Leute dazu, um das halt zu drehen. Die Zeit hätte ich, aber nicht die Leute. Deswegen, shit happens. Aber konzentriere ich, was ist mit meinem Deutsch? Aber konzentriere dich lieber mal auf den Song an sich. Ich glaube, ich habe mich da schon ein bisschen verbessert. Und ja, würde gerne eure Meinung in Form von Kritik und nicht von Beleidigungen unten in den Kommentaren lesen. Ob positive oder negative Kritik, ist alles gegeben, nur halt keine Beleidigungen, weil das will keiner gerne lesen. Ja. Aber okay. Ich muss noch darauf hinweisen, dass es sportlich gesehen ist und kein wirklicher Angriff. Es dient einfach nur zur Unterhaltung. Und vergesst nicht, dass bei mir jetzt ein kleines Gewinnspiel läuft. Das war in der Infobox, also in der Videobeschreibung von meinem vorletzten Video. Das war die Oster-Creepypasta, glaube ich. Da habe ich ein kleines Rätsel gestellt und da unter die Kommentare könnt ihr mir eure Lösungen halt runterschreiben oder auch unter dieses Video, geht auch. Und die ersten drei, die nah genug dran sind, dieses Rätsel gelöst zu haben oder halt das Rätsel sogar gelöst haben, die können tolle Preise gewinnen. Was es genau zu gewinnen gibt, erfahrt ihr dann irgendwann später, wenn ich dann die Gewinner ernannt habe. Diese Preise sind sozusagen ein Geheimnis. Aber okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Creep-Like nach auf. Abonniert meinen Channel, um nichts zu verpassen. Und haut raus, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.